Wenn du wissen willst, welches Zubehör es für die Steamboat Stinger 2 gibt, dann bist du bei dem Video richtig. Einerseits besprechen wir den Color Kit. Wir besprechen die Möglichkeit, ein Zielfernrohr zu montieren. Das ist relativ einfach möglich. Noch einmal den Color Kit. Das ist mein Favorit in Weiß, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hier am Magazin. Einerseits, wie gesagt, Zielfernrohrmontage. Aber es gibt eine Neuerung, nämlich einen Magazinhalter bzw. einen Speedloader-Halter, der auf eine Picatinny-Schiene montiert werden kann und auch als Gürtel gibt, also Speedloader. Und dann das da drüben, das taugt mir total, ich würde sagen, Lampe, langweilig, warte ganz kurz. Lampe weg, Lampe da, Lampe weg, Lampe da. Ich finde das absolut super. Aber es gibt noch etwas Neues. Und zwar die Fragen, was Leuchtpunktvisier und andere Zieleinrichtungen betrifft. Wenn du wissen willst, was die Steamboat Stinger an Zubehör hat und kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen. Da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Limskunst. Schön, dass du dabei bist. Beginnen wir mit den Color Kits und arbeiten uns dann immer weiter zu den Neuerungen und Zubehörteilen vor. Color Kits, also ich finde die Idee einfach großartig, weil du dann das Ding noch einmal ein bisschen aufbimmen kannst. Also mein Favorit ist ja das Weiß hier. Und zwar, es schaut aus wie bei den Sturmtruppen von Star Wars. Und zwar hier hinten hast du einerseits einmal den Schaft in dieser Farbe. Ich zeige dir dann alle anderen Farben auch. Dann hier das Griffstück, auch der Abzug. Das sieht man hier bei dem Weißen wirklich sehr, sehr gut. Und dann hier diese zwei Seitenelemente und das Griffstück. Ja, gut. Und dann gibt es da noch einen kleinen, schau mal her, das ist schwarz, aber es gibt es auch in Weiß. Ist im Color Kit auch standardmäßig dabei. Und auch dieser kleine Nuppel hier, der ist in Weiß möglich. Das zeige ich dir jetzt noch. Also das ist mein Favorit. Aber Sand ist auch irgendwie cool. Sand ist auch irgendwie cool. Aber das Color Kit kannst du dir ja ganz individuell zusammenstellen. Die werden in dieser Art und Weise geliefert. Also wenn du zum Beispiel auf Pink stehst, könnte sein. Zum Beispiel für meine Frau. Ja, da komme ich aber gleich noch dazu. Dann hast du hier diese Teile auch wirklich in Pink. Ich meine, es muss dir halt gefallen. Aber es ist möglich. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ja. Es ist komplett in Rosa ausgeliefert. Du kannst aber im Standardlieferumfang ist ja auch hier hinten dieses Teil mit dabei. Das heißt, du kannst das umwechseln, wenn du schwarz auf rosa willst, weil du ja im Standardlieferumfang sowieso die Stinger in schwarz zur Verfügung hast. Also, das ist einmal das eine, das ist rosa. Gefällt dir das? Ich weiß nicht. Meine Frau mag es übrigens nicht. Ja? Dann gibt es rot. Ja, das muss einem halt gefallen. Meine Farbe ist das Rot halt nicht, aber jeder wie einmal. Wieder wie einmal. So, schaut so aus. Auch ganz nett, ja. Wie gesagt, alle Zubehörteile, das bedeutet, die Seitenteile sind mit dabei, das Griffstück ist mit dabei, das Frontgriffstück ist mit dabei und eben auch der dazugehörige Abzug ist mit dabei. Rot. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weiß, glaube ich, habe ich eh schon hergezeigt. Ja, das mache ich jetzt nicht auf. Dann gibt es ein Blau. Das ist die Lieblingsfarbe von meiner Frau. Wir müssen das dann umbauen. Denn die Weiß, ich dachte eigentlich, Weiß gefällt ihr. Und dann sagt sie, wie kannst du nur auf Weiß? Ich möchte sie, und ich sage in rosa, sagt sie, blau, ich will den blau haben. Gut, dann kriegst du halt den blau. Also das ist, blau ist halt ihre Lieblingsfarbe. Hätte ich ja gar nicht wissen müssen, aber so sind sie, die Reinis. Und dann gibt es das noch in Oliv. Ja? Die du gerade vorher gesehen hast, die zusammengebaute mit dem Zielfernrohr drauf, die ist Sand. Und da gibt es das auch noch in Oliv. Das ist, schau mal her. Das passt jetzt so richtig schön dazu. Das ist sehr, sehr nett. Und dann eben noch einmal Sand. Und ich stelle dir das wirklich jetzt auch gegenüber, weil da gab es schon die eine oder andere Frage. Übrigens, kennst du schon meinen neuen Bogensportkanal, YouTube-Kanal? Oben beim Mitklicken, da gebe ich dir direkt den Link. Nämlich, was der Unterschied zwischen Sand und Oliv ist. Und da siehst du das. Ich habe jetzt hier von Tasmanian Tiger eine Olivjacke an. Und da siehst du jetzt ganz einfach, es ist deutlich heller, aber das macht nichts. Also wie gesagt, das einfach, wie es dir gefällt. Das war jetzt mal Color Kit. Jetzt kommt noch eine Neuerung. Ich meine, das Leuchtpunktvisier, das gibt es eh schon länger und auch Lese- und Lampenmodul gibt es schon länger. Da habe ich dann nachher was ganz Cooles, aber habe ein bisschen Geduld mit mir. Also das ist einmal standardmäßig überhaupt kein Problem. Kann man auch schön montieren. Alles in Ordnung. Was es jetzt auch bei mir im Shop gibt, ist die Möglichkeit, über eine Picatinny-Schiene und
ziemlich einfach. Also das ist innerhalb von 2 Minuten montiert. Hier eben einen, ja, ein Zielfernrohr zu montieren. Dass das Zielfernrohr meiner Meinung nach auf so einer taktischen Armbrust zwar keinen Sinn macht, aber der eine oder andere trotzdem ganz verrückt danach ist, ich werde in einem eigenen Video Weitschusstests damit machen. Also bleib hier am Kanal dabei, denn da werden wir dann sehen, ob Leuchtpunktvisier oder Zielfernrohr und wo da die Einsatzgebiete liegen, das zeige ich dir dann nachher. Aber du kriegst bei mir das gesamte Montagematerial, du kannst das Zielfernrohr besorgen, du kannst die Feder kriegen. Ja, soll ja Leute geben, die einen Deckel haben, aber keine Feder dazu. Gibt es auch bei mir alles als Ersatzteil. Schau unten in meinen Shop, dass das alles billigste Eigenwerbung ist. Das muss da eh klar sein. Also auch Zielfernrohrmontage, überhaupt kein Problem. Schauen wir uns das Zubehör für das Magazin an. Das mit dem Deckel und mit dem Zielfernrohr, das schauen wir uns einmal in einem anderen Video an. Das ist überhaupt kein Thema. Übrigens, den Deckel kann man sehr einfach abmontieren, indem man da den Bolzen rausgibt. Aber das zeige ich da auch an. Das ist sowieso 2 Neuerungen, die ich total genial finde. Einerseits einmal, hier gibt es einen Magazinhalter oder Köcher oder wie auch immer du das nennen magst. Und zwar, den du einerseits mittels Picatinny-Schiene anbringen kannst. Also stell dir jetzt das Teil da vorne so vor und dann sagst du, ich möchte jetzt meinen Speedloader und du ziehst den einfach raus. Super. Und auch wieder rein. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Passt natürlich für Broadheads, für Botkins, für alles. Das ist einfach kompatibel. Das ist einmal schön. Dann übrigens, es wird auch, das dauert zwar noch ein bisschen, aber auch einen 6-Pfeil Speedloader geben, weil es einige Kunden gegeben hat, die da angefragt haben. Wir haben da mit Steambo, also ich habe da mit Steambo gesprochen und die haben mir gesagt, ja, wir machen das. Es ist natürlich so, dass dieser 6er Lader, ich habe dazu ein eigenes Video am Bogensportkanal gemacht, oben bei Miklicken, dass dieser 6er ein bisschen hakt, wenn er reinkommt. Aber wenn man jetzt am Schießplatz ist und nicht dynamisch schießt, sondern so statisch, ist das ja absolut in Ordnung. Da hat man ja Zeit, das reinzugeben. Aber der 5er ist halt da für schnelles Laden einfach besser. Aber sei es drum, ja, sei es drum. Das Ding hier, ich werde das auch noch in einem eigenen Video, daher schau auf meinem Bogensportkanal vorbei, oben beim i-Klicken und auch hier unterhalb. Da stelle ich jedes Ausrüstungsgegenständchen wirklich absolut im Detail mit Montage und allem drum und dran an. Also das lohnt sich wirklich, aber sei es auch darum. So, das hier, da gibt es auch einen Clip für den Gürtel. Für das Molle-System ist es einfach super, aber alles der Reihe nach, sonst wird das Video irrsinnig lang. Also das finde ich schon einmal grenzgenial, aber ein Zubehörteil, das ich absolut abartig finde, ist folgendes. Und schau mal her, du kannst jetzt Leuchtpunktvisier, aber um das geht es gar nicht, es geht hier um diese Lampe, die ist hier fix montiert über den Bogensporthalter, also Universalhalterung, da kann man einen Laser oder eine Lampe drauf montieren, fix montieren. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt egal. So. Ich habe das fix montiert, bei mir ist das vollkommen egal, aber vielleicht sagst du, na, ich will das da nicht drauf montiert haben, fix. Aus welchen Grund auch immer. Dann kannst du jetzt hierher gehen und gibst jetzt hier dieses kleine Teilchen hier und das finde ich wirklich super. Okay. Bogensport Universalhalterung, hallihallo. Ja, grüß Gott, ich will eine Lampe. Und wieder runternehmen. Und gehen wir es noch einmal rauf? Ja, wir gehen es noch einmal rauf. Klack! Und wieder runter. Und einmal noch. Klack! Ja! Also wie gesagt, das wird es auch sehr bald geben. Natürlich billigste Eigenwerbung. Das kriegst du alles bei mir im Shop. Schau unterhalb nach. Also es ist super. Es ist einfach super. Das Ding hat noch einen weiteren Vorteil. Und zwar, du kannst es natürlich auch als Clip verwenden. Hier ist ja hinten ein Clip. Das heißt, du kannst jetzt auch zum Beispiel in deiner Tasche die Lampe fixieren oder auf einem Molle-System. Das ist alles super. Das Ding, das macht mir irrsinnige Freude. Das finde ich extrem spannend. Und das ist, also das muss ich sagen, taugt man neben der Armbrust als Zubehör am meisten. Ich habe hier etwas in der Hand. Dieses Ding, was ich hier in der Hand habe, das kann man da hinten drauf schrauben. Wenn du jetzt sagst, Reini, was heißt da hinten draufschrauben? Da muss man ein bisschen Geduld geben. Man muss da ein bisschen Geduld haben und mir ein bisschen geben. Abgesehen davon, jetzt könnte man sie auch als Pistolenarmbrust benutzen. Ob das Spaß macht, ob das Sinn macht, das weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall. Das ist jetzt der Standardbogen, bitte nicht mit dem Pro-Bogen machen und auch bitte sehr vorsichtig. Auch das Entspannen kann man dann hier im Endeffekt über diese Art und Weise machen. Also du kannst es auch als Pistolenarmbrust nehmen, aber das ist gar nicht der Punkt. Soll ich das wirklich zeigen? Du, soll ich das wirklich zeigen? Ich weiß nicht.
Pass auf, und zwar, du musst selbst drauf kommen. Stummes Video jetzt. Ja, okay, ich kann nicht stumm sein. Ich kann einfach nicht das Maul halten, okay? Ich geb's zu. Ja, ich kann nicht das Maul halten. Noch immer nicht. Und wenn du dir jetzt denkst, rein, jetzt komm, jetzt lass ihn dich... Das hier, wenn ich das da drauf schraube, also nicht jetzt in der Position, so in dieser Position, wenn ich das hier da drauf schraube, weißt du, was ich dann kann? Soll ich sagen? Nein, ich sag nicht. Oh, ich sag's. Dann kannst du den Schaft umklappen. Soll ich das zeigen? Nein, zeige ich nicht. Aufs i klicken und zu meinem Bogensportkanal kommen. Da zeige ich dir das ganz genau, da kannst du das anschauen. Also, du kannst das dann anklappen. Das ist schon auch irgendwie cool. Und weil auch immer wieder Fragen zum Speedloader kommen, ich meine, ich habe den, wie gesagt, auf meinem Bogensportkanal. Das ist billigste Eigenwerbung. Ich weiß es, dass ich das immer will, dass du auf meinen Bogensportkanal gehst. Beim i-Klicken oder unterhalb vom Video. Aber da habe ich das schon ein bisschen näher beschrieben. Aber hier noch vielleicht noch zusätzlich. Es gibt ja drei unterschiedliche Arten von Steambow-Pfeilen, Stingerpfeilen. Den Broadhead in Rot, Achtung, Achtung, der coole blaue Übungspfeil und den schwarzen Botkin. Und jetzt stell dir vor, wenn du so einen Speedloader kaufst, einen Fünfer zum Beispiel, dann hast du da solche Bändchen mit dabei. Und die sind nicht dazu da, um Flechten zu üben, oder irgendwie, meine Kinder müssen so Maschenbinden üben, ja? Kennst du sicher? Nein, wenn du das da nämlich durchfiederst, hast du entweder den Botkin, wenn du da Botkins geladen hast, oder den roten für, oh, Broadhead gefährlich, eingefiedelt, oder den blauen, wenn es cool ist. Und zwar, wenn du das in dem Köcher drin hast, siehst du ja nicht von außen, was drin ist. Aber diese Bandeln hier, diese Bändchen, zeigen dir das genau an. Und auch da hat Steambow wieder nachgedacht beim Arbeiten und das gefällt mir. Und weil es so schön ist, möchte ich dir auch die Schachtel zeigen. Also pass auf. Wenn du so ein Ding kaufen willst, dann gehst du unterhalb von diesem Video, ist so eine Beschreibungsbox. Oder den ersten Kommentar anschauen und da ist ein Link und der kommt in meinen Shop und dann bestellst du das Ding. Und dann bringt dir die Post das da. Und zwar diese schöne Schachtel. Und dann machst du sie auf und sagst, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann siehst du das hier. Schau dir das an. Oh, da liegt alles schön drinnen. So kommt das. So richtig wie eine Bento-Box. Warst du schon mal Sushi essen? Vielleicht magst du das nicht. Bento. Also alles so richtig schön. Da hast du das Magazin und da hast du auch die Übungspfeile. Also das ist ein Satz also von 6 Übungspfeilen mit dabei. Broadheads oder Botkins sind extra zu kaufen. Dann Ersatzzähne und auch Sehnen. Hier Griffstück und daher alles in schwarz gehalten. Daher auch die Color Kits, die du ja dann kombinieren kannst. Eine Bedienungsanleitung hier drüben, das sieht man jetzt nicht, weil eben da die Bedienungsanleitung davor ist. Hast du den Schaft, da den Grundkörper und da den Bogen. Also fassen wir zusammen das Zubehör aktuell. Und das ist ja eine richtige Plattform. Da wird es noch viel mehr geben. Aber fassen wir zusammen. Erstens, Aufnahme für ein Zielfernrohr auf dem Deckel. Wenn du da drauf stehst, ja. Dann eben die unterschiedlichen Color Kits. Ja. Ich muss jetzt dann umbauen auf Blau für meine Frau, dass ich das weiß nicht mag. Aber auch dazu, ich werde ein eigenes Video machen am Bogensportkanal. Also vorbei. Ich habe es schon 100 Mal gesagt, tut mir leid. Dann natürlich auch diesen taktischen Pfeilköcher. Dann wird es eben das 6 Speedloader geben. Der passt da nicht ganz rein, aber ist halt so. Dann das, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist das Winkeldings. Dass du einen Klappschaft draus machen kannst. Und ich weiß, dass du jetzt denkst, der Reine, der spinnt komplett. Ich meine, das weißt du schon länger, wenn du Videos von mir gesehen hast. Aber das mit der Lampe, das ist schon irgendwie fett. Und jetzt bist du dran. Welcher Zubehörteil der Steambow-Stinger gefällt dir am besten? Was ist deiner Meinung nach das Praktischste und was macht dir, obwohl du es vielleicht noch nicht hast, den meisten Spaß? Schreib mal bitte einen Kommentar dazu, das wäre irrsinnig cool. Link zu all den Produkten findest du unterhalb von dem Video. Komm auch auf meinen Bogensport-YouTube-Kanal vorbei. Das lohnt sich, denn da wird alles rund um das Thema Bogensport und besonders Armbrust wirklich genau beschrieben, nicht nur so oberflächlich wie hier jetzt, sondern wirklich alles ganz genau. Da gibt es ein eigenes Video nur zu diesem Köcher, nur zu der Lampe etc. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Abo dalassen, auch das lohnt sich. Ein paar andere Videos zum Anschauen, es hat mich gefreut. Und wie immer, Steambow,
Eure Produkte sind einfach absolut genial. Bis dann und ciao, ciao.